4 Arten Feuer zu machen. Besonders für Anfänger interessant, eine neue Folge der Outdoor Basics. Wenn du Lust drauf hast, bleib doch einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir 4 Feuerarten durchgehen, beziehungsweise Arten, wie man Feuer denn überhaupt macht, die besonders für Anfänger interessant sind. Das heißt, dass sie relativ einfach in der Anwendung sind und mit universalen Materialien, die man vielleicht sogar dabei hat, machbar sind. Ich habe schon mal ein kleines Theorievideo darüber gemacht, wie man denn überhaupt ein Feuer erstellt, ja, mit sehr viel Gelaber sozusagen dabei, aber wenn man ein bisschen mehr die Hintergründe wissen möchte, dann sollte man da durchaus mal reinschalten. Das verlinke ich dir hier oben auf dem Ausrufezeichen. Einfach mal raufklicken, wenn dich weitere Informationen wirklich interessieren. Heute gehen wir dann in der Praxis 4 Arten durch, wie man relativ einfach Feuer machen kann. Starten wir doch einfach mit der 1. Die einfachste Art, Feuer zu machen, kennt jeder von euch. Das sind natürlich die standardzivilisatorischen Hilfsmittel, wie das in diesem Fall zum Beispiel ein Big-Feuerzeug ist. Natürlich gibt es aber auch Streichhölzer. Das Prinzip beim Feuermachen ist immer so ziemlich das gleiche. Wir wollen einen Funken erzeugen. Hier haben wir also einen Feuerstein rein, der beim Reiben Funken erzeugt und dann das Gas, das bei diesem roten Knopf drauf rauskommt, entzünden wollen, um dann so eine Flamme zu erschaffen und dann damit unser Holz anzuzünden. Zum Beispiel sehr dünnes Holz, das dann erstmal die Flamme aufnimmt und weitergibt. Natürlich gibt es unendlich viele Arten von Streichhölzern und Feuerzeugen, mit denen man sein Feuer machen kann. Für uns sind hauptsächlich die interessant, die natürlich auch outdoor sehr gut benutzt werden können. Dort gibt es dann zum Beispiel Sturmfeuerzeuge und ähnliches, die zum Beispiel aber auch mit Benzin funktionierende Feuerzeuge, die abgedichtet sind, die man mitnehmen kann. Das ist für unterwegs natürlich die einfachste Art, Feuer zu machen. Sie kostet ein bisschen mehr, aber ist äußerst zuverlässig. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit Sturmstreichhölzern oder Cowboy-Matches. Das sind nochmal andere Streichhölzer, die jeweils auch ihre Vor- und Nachteile haben. Diese Standardart, Feuer zu machen, wird natürlich jeder von euch von zu Hause kennen, ob es Weihnachten mit den Kerzen ist etc. Wie gesagt, dort gibt es unterschiedliche, auch outdoor-taugliche Materialien, weil so ein Big-Feuerzeug, wenn da Wasser rankommt, dann ist Schicht. Außer natürlich, ihr verpackt es in einem transportablen, wasserdichten Sack. Zum Beispiel ein Rucksack-Deckelfach und dann ist alles in Ordnung. Es muss ja auch nicht immer kompliziert sein. Die zweite Art, Feuer zu machen, ist die unter Bushcraftern seltsamerweise am meisten vertretene. Eine, die auch in der schwedischen Armee benutzt wird und die man auch oft auf Mittelaltermärkten bei Wikingern sieht. Denn schon die alten Römer haben auf diese Art und Weise portabel ihr Feuer gemacht. Die Rede ist in diesem Fall vom einfachen Feuerstahl bzw. auch Schlagstein, die auf demselben Prinzip beruhen. Man möchte durch Reiben von Metall, von natürlich Metall, dass das überhaupt kann, nicht jedes Metall kann das, Funken erzeugen, die dann auf einen Zündstoff aufgetragen werden. Wir kommen dafür einmal ganz kurz in die Nahansicht und schauen uns das direkt an. Wir haben hier oben drauf zum Beispiel einen Feuerstahl und hier haben wir einen Schaber. Mit dem wollen wir Funken erzeugen, die dann auf ein Zundermaterial, das ist zum Beispiel sowas, aufgefangen werden, um eine Flamme zu erzeugen. Das hier zum Beispiel ist einfach Holzspäne, die gewickelt sind und die sind in Wachs getränkt. Damit sind sie dann leichter entzündbar und halten auch länger durch das Wachs. Der kleine Block hier unten dran, unter dem Feuerstahl, der ja nur dieser Bereich hier oben drauf ist, der hat auch noch eine Bedeutung, da komme ich aber später drauf zu sprechen. Wir bereiten uns den Untergrund ein bisschen vor, damit das alles gerade ist und dann legen wir unser Zündmaterial sozusagen in einem kleinen Nest. Ihr könnt das hier auch noch ein bisschen aufrauen, das ist noch besser, damit die Funken leichter an das Material rankommen. Und so haben wir jetzt eine Position, in der das Material nicht mehr so krass wegrutschen kann. Und indem es ein bisschen aufgeraut ist, damit die Funken da noch besser rankommen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Feuerstahl aufsetzt. Ich mag es am liebsten so, dass ich fixiere mit dem Feuerstahl sozusagen auf dem Boden das Zundermaterial und dann von oben nach unten abreibe sozusagen. Es gibt aber auch andere, die machen das gerne so, dass sie hier oben hin zum Beispiel den Schaber halten, beziehungsweise die Messerkante, je nachdem, wie ihr die Funken erzeugen wollt, und dann sozusagen hiervon das wegziehen. Das sind zwei unterschiedliche Varianten. Ich mag das lieber, dass ich das hiermit fixiere. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ah, da hatten wir schon eine Flamme, habe sie wieder ausgemacht durch den Wind. Oh, ist wieder ausgegangen. Wir haben hier gerade ein bisschen Wind, damit müsst ihr natürlich rechnen. Aber ihr seht schon, das ist relativ einfach. Ihr müsst da ein bisschen Gefühl für bekommen und dann geht das relativ schnell. So,
und schon brennt es. Ganz einfach eigentlich. Wie gesagt, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Es gibt natürlich noch verschiedene Einflussfaktoren, wie Wind, der jetzt gerade genau von da kommt. Ja, ich habe das jetzt hier drauf gemacht, weil es filmerisch am besten war. Aber sonst hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Platz gesucht. Natürlich, wenn es mega kalt ist, ist es ein bisschen schwieriger. Wenn der Feuerstein nicht so gut ist, weil die Funken dadurch nicht so groß hervorkommen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und. Wie gesagt, verschiedenste Umwelteinflüsse. Ausprobieren hilft da am meisten. Ihr habt ja jetzt eine kleine Anleitung und da kriegt ihr das schon hin. Das ist kein Problem. Tja, wunderbar. Da kommt die Sonne noch mal ein bisschen raus. Worauf ich eben noch mal zu sprechen kommen wollte, ist dieser kleine Block hier unten. Und genauso wie es beim Feuerzeug und auch beim Streichholz ist, gibt es natürlich auch vom Feuerstahl unterschiedlichste Varianten, wie man das natürlich machen kann, beziehungsweise wie das im Grunde ist. Hier zum Beispiel haben wir einen kleinen Magnesiumblock unten dran. Ihr seht hier eine kleine Schrappkante. Das ist sozusagen extra Material, das dann nochmal die Funken besser aufnimmt. Das heißt, wenn ihr noch nicht so geübt seid, ist vielleicht so ein Ding gar nicht schlecht. Das ist sozusagen ja, eine Art Anfängerfeuerstahl, denn damit könnt ihr erstmal von diesem Magnesiumblock ein paar Späne abhobeln sozusagen, also richtige Späne abhobeln, sodass sie sich noch nicht entflammen und dann mit dem Feuerstahl das Ganze entzünden. Macht es euch natürlich dann ein bisschen einfacher als wenn ihr nur die Funken vom Feuerstahl benutzt, weil dieses Magnesium, was runtergebröckelt ist, nimmt natürlich die Funken auf und verursacht die Flamme sozusagen noch besser, noch heißer, sodass es noch einfacher wird, alles zu entzünden. Andere klassische Methode davon, wie gesagt, die auch schon von früheren Armeen benutzt worden sind, von den Wikingern auch unter anderem, ist das Schlageisen. Dort habt ihr tatsächlich einen Flintstone, einen richtigen Feuerstein, wie man ihn ja eigentlich aus dem Museum zum Beispiel teilweise kennt, so ein Naturkundemuseum, keine Ahnung, ob ihr da mal wart, ich schon. Und dann könnt ihr mit so einem kleinen Eisen, das ihr so in der Hand habt, wie so ein Schlagring, könnt ihr so Funken abschlagen. Das ist speziell. Und das ist schwierig, zumindest wenn man nicht das passende Wetter dafür hat. Ich habe mich daran schon mal mit einem Kumpel zusammen eine Stunde lang, da hatten wir aber auch Regen und Kalt und Wind und so weiter, dumm und dusselig dran probiert. Und dann in einer anderen Situation, wo Sommer ist, wo es ein bisschen wärmer ist, wo kein oder wenig Wind geht und es nicht regnet, ist es dann auf einmal wieder sehr einfach. Schlageisen ist sozusagen die, ja, ich möchte nicht sagen die höchste Form des Feuerstahls, Funken erzeugen, aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Methode. Und wenn ihr da ein bisschen trainieren wollt, wenn ihr sozusagen schon das hier locker gemeistert habt, dann könnt ihr auch einfach mal daran gehen und euch angucken, wie schwierig es damals war, tatsächlich Feuer zu machen und eure Künste mit denen eines Wikingers vergleichen. Eine weitere Methode, relativ einfach Feuer zu machen, ist es zum Beispiel auch noch die Sonne zu benutzen. Die Sonne als Wärmequelle bzw. als Kochquelle wird in Dritte Weltländern, gerne zum Beispiel Afrika etc., sowieso in sogenannten Solarkochanlagen benutzt. Und die Sonnenstrahlen zu bündeln und dann auf einen Zunder zu bringen, kann sehr erfolgreich sein. Wir kennen das aus klassischen Detektivfilmen, so ein bisschen mit der Lupe was anzünden. Und tatsächlich mit so einer kleinen 5 cm Durchmesserlinse ist es bei Sonnenschein, selbst wenn es relativ kalt ist, ich habe das im Winter noch ausprobiert, ist es relativ einfach, damit ein Feuer zu machen. Man braucht halt ein bisschen Sonne, damit man die Strahlen natürlich überhaupt bündeln kann. Das Ganze könnt ihr natürlich mit so einem kleinen Feuer-Solar-Set machen, zum Beispiel von sicherstadt.de. Das ist mir zur Verfügung gestellt worden. Wenn euch dazu eine Review interessiert, schaut einfach mal auf meinem Gear-Kanal vorbei. Ich verlinke euch das hier oben. Natürlich gibt es auch noch andere Varianten, mit der Sonne Feuer zu machen. Dort gucken wir uns dann bei den fortgeschrittenen Outdoor-Sachen im nächsten Video mal was an. Zum Beispiel kann man mit einem Kondom Feuer machen, indem man die Sonne benutzt, oder auch mit einer durchsichtigen PET-Flasche. Sehr interessant, da kommen wir dann später mal zu. Die vierte und letzte Art, Feuer zu machen, ist eine extrem einfache Möglichkeit, das zu tun, ist aber auch ein bisschen ausgefallener. Wenn ihr ein Kaugummipapier und eine Batterie habt, könnt ihr tatsächlich total einfach ein Feuer entfachen. Um das Feuer zu erzeugen, müsst ihr nichts weiter tun, als das Kaugummipapier an beiden Seiten, also dasselbe Kaugummipapier, anzuklemmen an die Pole der Batterie,
keine Ahnung, je nachdem, was ihr da habt, natürlich je stärker, desto besser. Aber dann bilden sich relativ schnell Flammen. Natürlich müsst ihr da ein bisschen gucken, das Kaugummipapier brennt natürlich sofort schnell ab. Das heißt, ihr müsst alles vorher vorbereitet haben. Aber falls man zum Beispiel mal in einer Urban Survival-Situation ist oder einfach nur ein bisschen lustig was ausprobieren möchte, ist das eine super Sache und finde ich total interessant, dass es manchmal auch mit so einfachen Mitteln möglich ist. Das waren 4 Arten Feuer zu machen für Anfänger als Outdoor Basics Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch weitere Videos gucken möchtest zu den Outdoor Basics Riesenhummel, dann schau doch hier links und rechts oben einfach mal rein. Dort gibt es noch weitere Lehrvideos. Gerne würde ich dir auch ans Herz legen, mein Video zu Feuerrecht bzw. Feuer im Wald, was es erlaubt. Kleiner Spoiler an der Stelle. Praktisch fast gar nichts. Ja? Ich bitte dich natürlich auch, dieses Video nicht als Annahme zu nehmen, du darfst überall Feuer machen, bla bla bla. Ihr kennt die üblichen Sicherheitsvorschriften. Wenn nicht, dann empfehle ich euch sehr mein Feuerrecht-Video im Wald dazu, das ich auch hier oben für dich verlinkt habe. Hier links unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und dann verpasst du keine Outdoor-Basics-Videos und andere Bushcraft-Videos mehr. Eine Beschreibung findest du. Alle Informationen, die du haben möchtest. Wenn du da mal eine nicht findest, schreib mir einen Kommentar. Dann antworte ich darauf. Ansonsten sage ich, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.